Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Medieval Dynasty. Ich habe in der letzten Folge angekündigt, dass ich die Mine leer mache und ich habe tatsächlich auch die Mine leer gemacht. Mhm, das habe ich tatsächlich geschafft. Voll gut. Genau, also die Mine hier ist jetzt leer. Ich habe fast 100 Eisenerz rausgeholt, ein bisschen mehr wie 100 Kupfererz und ein bisschen weniger wie 100 Zinnerz, eine Menge Salz. Und ja, meine Taschen sind jetzt im Moment leer. Also ich habe jetzt wirklich nur Klamotten und die letzte Spitzhacke dabei. Und das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder sortieren. Die Spitzhacke brauche ich jetzt so. Doch, warte mal. Lass uns mal bitte die Spitzhacke mitnehmen, denn wir brauchen tatsächlich Kalkstein, um... Wir müssen, wenn wir die Steinwände upgraden wollen, verdichten wollen, dann brauchen wir Kalkstein dafür. Und deswegen müssen wir da jetzt noch ein bisschen was nacharbeiten. Außerdem brauchen wir natürlich ganz dringend, wir nehmen mal den Bronzehammer mit, wir nehmen ruhig den schlechtesten. Ja, dann brauche ich eine Schaufel? Ich denke nicht. Die Eisenaxt nehmen wir auf alle Fälle mit, ne? Eisenpfeil haben wir jetzt nicht so viele, das macht aber nichts. Wir nehmen die eine Fackel mit und nehmen nochmal eine und ich glaube, eine hatte ich noch in der Hand. Nee, okay. Nehmen wir nochmal zwei mit. Fischspeere haben wir mehr als genug. Das ist gut. Die Holzbolzen. Ja, die lassen wir mal noch ein bisschen. Holzspeer, das kann man eventuell alles noch lassen. Die Kupferdinger lassen wir. Ja, ich nehme jetzt dann halt einfach mal den Langbogen mit. Das müsste dann erstmal passen. Und wir nehmen die stachelbesetzte Keule mit. Und dann müssten wir grundsätzlich gut ausgerüstet sein, was das angeht. Genau, das Essen müssen wir dann nachher bloß zurückfüllen ins Nahrungsmittellager. Und jetzt würde ich gerne das Dingsbums hier upgraden. Ich würde gerne das Materiallager, was wir jetzt hier haben, einfach mal schnell upgraden. So, pass auf, jetzt machen wir erstmal so. Die kommt auf 1. Nee, Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5. F. So. Den Atemberauber würde ich jetzt eigentlich echt gar nicht nutzen wollen. Das ist mir einfach zu wertvoll, ne, das Ding. Ich bin froh, wenn das beim Häuten, dass er da keine Punkte verbraucht. Von daher, so, 3 müsste jetzt, nee, warte mal, 4 ist der Hammer. Genau, so. Und dann wollen wir mal eben gucken, dass wir das Materiallager aufwerten. Da muss ich draußen sein für, oder was? Okay. So, und dann... Oh, cool, die Bauhütte. Auch sehr nett. Damit können wir dann Sachen reparieren. Echt, habe ich schon keine Bretter mehr? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eigentlich 80 Bretter. Ist doch jede Menge. So, das ist auf alle Fälle sehr viel. Das passt. Und jetzt brauchen wir dann eigentlich nur noch Holz. Dann packen wir das mal eben weg und dann brauchen wir bloß noch die Holzstämme. Boah, 781 ist das schön. Bewegen muss ich mich jetzt Gott sei Dank noch nicht. Dann halt nicht. So. Hallo? Das gibt's doch gar nicht. Mensch. Leute, ich freue mich auf den Frühling, ne? Wir brauchen nochmal so ein richtig großes Feld, damit wir, ja, Flachs, wir brauchen, oder viele, viele kleine Flachsfelder. Ich habe allerdings gesehen, dass wir tatsächlich leider 5, 6 Stück noch. Lass mich kurz eins zu Ende machen. 6 Stück. Dass wir leider nur 140 Gebäude bauen können. Und wir haben schon 46 gebaut. Also das ist irgendwie schon, ich weiß nicht, krass. Ach, schön. Ja, 10.000. Sauber. Wenn wir die dann alle nochmal, die wir jetzt gemacht haben, upgraden, dann haben wir da, glaube ich, echt gut Glück. Ja.
richtig gut. Ich würde jetzt hier tatsächlich auch gar nicht unbedingt so viel Dekoration oder sowas hinpacken. Ne? Das ist halt wirklich bloß, damit ich das Zeug aus der Mine nicht einfach immer schleppen muss oder eben halt nicht immer das Gewicht ausmachen müsste. Von daher lassen wir das jetzt mal so. Wie schaut es denn tagebuchtechnisch aus? Die immergrüne Blume, wo ist die denn? Da oben. Ah, da waren wir ja Gott sei Dank schon. Ich bin gespannt, ob wir tatsächlich da nochmal Gesetzlose oder Wölfe treffen würden. Müssen wir dann mal gucken. So, die Bauhütte. Entwickle diese Technologie, indem du Rohstoffe gewinnst und Gebäude. Ja, ja, das ist klar. Ja, cool. Jetzt fehlen bloß noch 2.500. Und dann haben wir das Materiallager Stufe 3 auch schon freigeschalten. Nicht schlecht, Herr Specht, ne? Richtig gut. Jetzt gibt es den Eisenzaun. Kostet zwar 3 Eisenbarren, aber richtig geil ist das schon, ne? Wenn wir uns so ein Anwesen bauen würden oder sowas, ne? Hätte ich ja schon Lust drauf. So, okay. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, was machen wir jetzt heute? Ich hatte ja schon so ein bisschen Lust, hier irgendwo dekotechnisch ein bisschen weiterzumachen. Ich habe ja gesagt, dass ich erst ein bisschen Geld brauche. Wir haben jetzt im Moment 6.400 Münzen, also es ist schon echt okay. Wir waren schon lange nicht mehr erkunden. Also wenn du jetzt guckst, hier Tiere, ne? Hier unten waren wir halt zum Beispiel noch gar nicht, ne? Und wer weiß, was es hier noch alles gibt. Also hier unten kannst du auch noch hin, ne? Hier siehst du die Grenze. Ne, bis dahin könnten wir halt laufen. Hier sind allerdings ziemlich viele wilde Tiere. Also Wiesent, Wolf. Ich meine, die siehst du eigentlich auch relativ gut. Wir könnten natürlich schon so ein bisschen schauen, dass wir noch ein bisschen das Jagdlevel hochtreiben, ne? Wäre ja schon. Ich meine, grundsätzlich, wir haben einen Langbogen dabei und wir haben 124 Kupferpfeile. Könnte schon funktionieren, ne? Dreckig sind wir sowieso. Wir könnten eigentlich echt mal so ein bisschen gucken, weil es gibt wirklich noch ein paar Orte, an denen wir gar nicht waren. Also, ne? Hier unten halt komplett, ne? Hier an der Seite waren wir noch gar nicht so viel, ne? Hier können wir auch, bis hierhin können wir laufen. Gut, da geht's. Da waren wir tatsächlich doch schon relativ viel. Aber hier oben, weiß gar nicht, wo ist die Grenze? Hier ungefähr müsste die Grenze sein, ne? Also auch hier waren wir halt tatsächlich noch gar nicht wirklich viel. Hier gibt es eigentlich irgendwo einen Bären. Und wo war ich denn? Wo kann man denn noch so richtig toll bauen? Ich glaube, warte mal, wo habe ich denn in meinem privaten Spielstand angefangen zu bauen? Ich glaube, hier hinten. Oder? Ja, hier. Hier gibt es nämlich auch Bären und Elche und sowas. Ne, da waren wir auch noch nicht viel. Aber gut, das ist in der Nähe von zu Hause. Das kann man dann schon mal erkunden. Wobei ich gehört habe, die Bären sollen richtig schwer sein. Also, da weiß ich nicht, ob ich das, ob ich denen begegnen möchte. Privat habe ich halt Schaden aus, weil ich will ja eigentlich nur bauen. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Und da hauen die schon echt drauf. Also da kriegst du schon einige Flanken ins Gesicht. Das ist echt übel. So, wo sind wir denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Eigentlich wollte ich in die andere Richtung, ne? Jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe hier oben lang. Aber das ist eigentlich quatschig, ne? Eigentlich müssten wir andersrum. Ach komm, ich würde gerne einfach nochmal ein bisschen gucken, ne? Vielleicht gerade jetzt, wo wir eben halt im Winter wirklich viel sehen können und auch weit schauen können, interessiert mich das dann schon sehr. Ob da nicht irgendwie doch noch so das ein oder andere... Ja. Siehst du? Da geht's schon los. Oh Gott, die kommen. Holy Macaroli. Okay. Als dachte ich, von oben kommt jetzt dann gleich noch der Wolf oder sowas. Ach. Kommen die jetzt auch von der Seite? Ne,
Hey, wir sind doch eigentlich weit genug weg, oder? Ja. Genau. Ah, die Musik ist cool, die kenne ich noch gar nicht. Trauen die sich jetzt nicht? Bin neugierig. Aber ich kann nicht kämpfen, ne? Ja, die trauen sich nicht. Das ist wahrscheinlich, müssen die tatsächlich irgendwie bei sich in der Nähe bleiben. In der Hütte waren wir schon ein paar Mal, oder? Oder ist das gar keine Hütte? Doch, doch, das ist schon eine Hütte. Da sind wir hier, okay. Komm, wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Ah, nicht getroffen, ne? Ich weiß immer nicht, muss ich tiefer halten? Muss ich nicht so tief halten? Jetzt habe ich ihn getroffen. Ganz eindeutig. Jetzt habe ich tatsächlich auch getroffen. Boah, aber wenn du 4 Pfeile brauchst, ist schon viel, ne? Obwohl ich glaube, ich treffe halt gerade einfach nicht. Das ist alles. Oder der generiert sich, weil wir zu weit weg sind. Das könnte natürlich auch sein, ne? Ah, guck mal. Headshot. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, nicht weglaufen. Bleib einfach bitte stehen. Headshot. So, wo ist der nächste? Da unten. Ja, sieht gut aus. Huch, hoppala, ich loote dich gleich. Ich würde halt einfach gern noch vorher den hier kaputt machen. Bisschen höher oder ein bisschen tiefer? Weiß ich auch nicht. Hallo? Echt jetzt? Oh Gott. Oh, der hat eine Eisenaxt. Das ist ja fies. Das ist ja voll fies. Ja, komm, dann nehme ich halt erst das Zeug mit. Eine Eisenaxt. Danke. Alter, ich muss einen Trank nehmen, ne? Das ist echt übel. Ich habe keinen Trank. Ich nehme keinen Trank. Kann ich einen Apfel essen? Plus 5 Sekunden Gesundheit. Dann esse ich doch gleich noch einen zweiten und einen dritten. Ich habe sowieso Hunger. Ja, das ist doch nett. Ein Kupferpfeil, der fast kaputt gegangen ist. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo einer rum. Ne, hier unten sind jede Menge. Das ist gut. Knüppel. Da bin ich mal gespannt, was sie da unten im Lager versteckt haben, die lieben Leute. Hier, da ist noch ein Kupferpfeil. Da unten habe ich ein paar verteilt. Ja, schön, ne? Das ist doch gut. Schön ein bisschen actionreich hier angefangen mit der Folge. Das ist doch herrlich. Ist da noch irgendwie einer? Nee, ne? Nö. Okay. Der Stein. Wo ist er denn jetzt hingelandet? Warte mal. Da ist einer. Da sind ein paar. Das war aber nicht ich. Guck da, Beweis. Wird nämlich nicht angezeigt. Das heißt, das war ich nicht. Was zu essen drinnen? Nein. Schade. So, das müssten aber dann meine sein, ne? Hier hinten sind sie alle hingeflogen. Sammeln wir erstmal unsere Pfeile ein. Dann sind wir da auf der sicheren Seite, weil von denen brauchen wir bestimmt noch ein bisschen.
So. Und jetzt können wir nochmal nach Loot gucken. Stein, Stein, Stein. Uninteressant. Dann hoffe ich, dass hier irgendwas drinnen ist. Wow. Okay. Naja, 20 Münzen. Das war jetzt halt nicht so befriedigend, ne? Also schön ein paar von den Kupferpfeilen, yay, aber ansonsten, das war jetzt schon irgendwie ganz schön mau. Naja, gut. Achso, wir können ja eigentlich in die Richtung weiter, weil wir haben ja einen Esel. Der folgt uns. Jetzt müssen wir mal gucken hier drüben irgendwie. Jaja, schön. Können wir was trinken? Schön eiskaltes Wasser. Sehr cool. Okay, na dann gucken wir mal. Eselchen, komm mal hierher. Genau. Jetzt kannst du mir so ein bisschen hinterherlaufen. Das sind Luchse. Okay, ein bisschen hinterherlaufen. Wir gucken mal so ein bisschen. Ist das ein Bär? Das ist ein Bär, ne? Boah, vor dem habe ich ja so ein bisschen Schiss, ne? Das ist tatsächlich ein Bär. Da steht ein Bär. Ja, dann gehen wir auf alle Fälle in die andere Richtung. So viel ist schon mal sicher. Weil darauf hatte ich jetzt keine Lust. Ich würde schon gerne hier hinten so ein bisschen mal gucken, ne? Hier so. Aber dann sind mir die Wölfe doch bei weitem lieber als der Bär. Weil der kommt nämlich richtig angerannt. Der hat ein Mordstempo drauf. Das könnte ein Fuchs sein. Sehe nicht. Ist da unten irgendwas? Gerade sehe ich jetzt so erstmal nichts. Das ist ein Dachs. Okay, kein Fuchs, ein Dachs. Ach, okay. Ist auch in Ordnung. So, wo sind sie denn? Da sind sie. Okay, also auf der anderen Seite vom Fluss. Da müssen wir also wirklich hier rüber. Und da müssen wir ein bisschen gucken. 100 Meter. Oh, guck mal, hier habe ich Steine verloren. Oder liegen gelassen. Nett. Was ist das da oben? Das sind Wildschweine, glaube ich, ne? Stein und Stock. Okay. Das sind die Wildschweine. Dann gucken wir mal hier oben weiter. Wie gesagt, ich würde wirklich gerne mal so ein bisschen in den hinteren Bereich. Grundsätzlich, wenn ich jetzt hier am Weg bleibe, sollte mir erstmal so nichts passieren. Aber wir wissen ja, Wölfe sind unberechenbar und können halt auch einfach so von aus dem Nichts heraus auftauchen. Hier oben ist ein Tonvorkommen, okay. Also Lehm. Lehmvorkommen natürlich, ne? Aber. Oh, es ist voll schön, ne? Wenn so der Schnee von den Bäumen runterrieselt. Das ist doch herrlich. Okay. Ne, genau. Ich würde nämlich gerne mal wirklich bis hier runter den Weg laufen. Was? Gott, die Musik ist so anders. Die kannte ich bisher noch nicht. Ist ein bisschen komisch. Seeadler. Seeadler ist okay. Gucken wir mal hier so ein bisschen. Ach, schön. Ah, Felsen, genau. Da war doch was. Gucken wir. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen Kalkstein mit. Oder auch nicht. Doch. 3 Kalkstein. Okay. Das ist doch schon mal was. Siehst du was, Kira? Nee, ne? Ich sehe bisher auch nichts. Das ist gut. Ich meine, solange man auf den Wegen bleibt, ist erstmal alles gar nicht so gefährlich, ne? Aber wie gesagt, hier Wiesent. Muss mal gucken. Also Ziel wäre ja so ein bisschen hier hin dann, ne? Von der Seite zu der Seite. Das wäre jetzt cool. Aber nur, wenn es nicht übermäßig gefährlich wird, ne? Was bringt mir nichts, wenn ich mich in Gefahr begebe und dann sterben muss oder sowas. Das wäre jetzt irgendwie nicht so cool. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Wer hockt denn da? Oh, aber ich weiß gar nicht, ist das ein Gesetzloser? Ja, das ist ein Gesetzloser.
Oh, das war daneben, Kira. Ist der alleine? Ah, der scheint alleine zu sein, okay. Krass. Hier gleich noch mal ein bisschen mehr Kalkstein. Ja, ist ja das Schöne, dass du jederzeit den Esel dazu holen kannst, ne? Wenn du jetzt, ne, wenn wir jetzt hier feststellen, dass wir keinen Platz mehr haben, dann holen wir einfach unseren Esel und dann. Oh, 72 Münzen. Das ist doch okay. 20 Steinpfeile. Gut, die werden wir jetzt so nicht mehr unbedingt groß benutzen müssen, aber es ist ja gut, wenn man immer ein bisschen Reserve hat. Leder. Oh, schön. Ein bisschen mehr Leder. Ach, das ist ja auch eine schöne Idee, ne? Das, da steht eine Eisenaxt mit 91%. Jo, geil. Jo, geil. Das ist ja Spitzenklasse. Danke, du liebes Spiel. Das war jetzt doch mal ein guter Loot. Also, das war jetzt bloß die eine, aber... Also, das eine Besondere, aber... Trotzdem ziemlich cool. So, jetzt holen wir uns den Kupferpfahl hier wieder und dann... Ja, Spitze. Und da ist noch einer. Die haben uns jetzt schon viele Kupferbarren gekostet, deswegen nehmen wir sie mal lieber noch mit. Okay, wie weit können wir noch? Ein kleines Stückchen können wir noch bis da hoch und dann können wir da ein bisschen gucken. Müssen wir mal gucken. Also ich glaube, weit kommen wir nicht mehr. Dann ist tatsächlich Ende. 15, 10. Ja, und jetzt müsste er eigentlich gleich schimpfen. Du solltest im Tal, das Tal ist jetzt mein Zuhause. Genau. Oh, geil, guckt euch das an, ne? Ist das... Oh, Leute. Guck, ich liebe dieses Spiel, ne? Es ist einfach so schön. Krass, ne? Als ob da hinten vielleicht das Tal wäre oder so mit dem großen See. Wunderschön. Oder läuft was, glaube ich. Da lief was. Ist das wunderschön einfach. Da hinten ist unser Zuhause. Wahnsinn, oder? Oh, das sind so Momente, ne? Da kriege ich Pipi in den Augen. Und Gänsehaut. Gott, wie großartig. Einfach traumhaft schön. Einfach traumhaft schön. Wirklich. Dann gehen wir mal... Wir wollten ja bis hier rüberlaufen, ne? War das doch, ne? Genau, bis hierhin im Prinzip. Und dann können wir hier den Weg wieder zurück und dann können wir mal gucken, was es in Osttreuer gibt oder auch nicht. Also es sei denn natürlich, uns springt jetzt hier gleich ein Bär oder sowas entgegen, dann nehme ich die Füße in die Hände und renne so schnell ich kann. Also wir machen das jetzt schon noch mit Bedacht. Zumal ich ja gar nicht so viele Äpfel fressen kann, wie ich eigentlich bräuchte. Achso, der gibt bloß 0,5 Sekunden. Erst ich dachte, der gibt... Oh, Vergiftung. Ich habe irgendwas gegessen, was nicht so gut war. Plus 3000 Gesundheit. Okay. Wir sind jetzt halt ein bisschen betrunken. Macht nichts. Sagte sie und da kam der Bär um die Ecke. Dann macht es doch gleich viel mehr Spaß. Hui. Ich bleib lieber zu Hause. Na gut. Oh, ist das schön. I love it. Also, ja, Entschuldigung. Ich will ja eigentlich nur darüber laufen. Sorry. Bist aber auch echt gerade ein bisschen sehr mäklig. Genau. Pimperlich. Sagt man Pimper? Nee, warte mal. Wie sagt man? Ach, egal. Manu. Lass mich da halt ran. Gehen wir halt einfach mal. Bloß mal so ein bisschen zur Sicherheit. Ach, schön. Ein netter kleiner Ausflug. Oben links in der Ecke schimpfen sie zwar schon wieder, dass irgendwas fehlt, aber... Wurscht. Was? War ich das gerade selber? Da hinten sind Wiesens.
Oh, die tun auch richtig weh, ne? Also da musst du auch echt von weitem weit, weit weg sein und gut zielen können. Dann geht's. Sei halt mal nett. Ach so, ja gut, okay. Aber ich muss doch da lang, oder nicht? Bin ich jetzt bekloppt? Oh, da. Ach so, weil ich ja von da so ein bisschen, okay, drumherum gelaufen bin. Alles klar. Ist ja gut. Mekalischen. Boah, 4 Wiesent. Ich meine, irgendwann müsste man sich mit denen mal so ein bisschen anlegen, ne? Aber nicht heute. Wobei gerade jetzt, ne, wo ich Gesundheitsregeneration habe, aber ich habe keinen einzigen Heiltrank. Also wenn es dann wirklich echt mies läuft, habe ich nichts zum Heilen dabei. Und das wäre dann schon eher unpraktisch. Hier ist eigentlich auch sehr schön zum Bauen. Mich stören bloß die zu vielen sumpfartigen Bereiche so ein bisschen. Ne? Du hast hier überall so diese Bereiche, wo ganz viel Stroh und sowas ist. Und ja, das ist dann nicht so schön, finde ich. Das gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Aber das darf ja Gott sei Dank jeder so entscheiden, wie er das möchte. So, in die Richtung geht es jetzt dann zu dem Weg. Eine einsame Fichte. Saugeil. Wirklich schön. Nee, gefällt mir. Ach, herrlich. Okay. Gut. Kaninchen. Kaninchen ist nichts Gefährliches. Das ist natürlich was Gutes. Ach, schön. Okay. Ihr Lieben, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude, für euch zu spielen. Oh, da hinten ist ein Lager, würde ich sagen. Das machen wir jetzt noch. Und nochmal kurz ein bisschen abchecken. Da ist nämlich ein Wiesent. Da ist ein... Ist das eins oder zwei? Ist das eins? Sollen wir es mal versuchen? Komm, wir versuchen das mal. Wir speichern nochmal kurz. Alter. Oh Gott, das zweite kommt auch. Nimm die Hände in die Füße, Kira. Puh. Okay. Gut. Krass. Heftig. Boah. Nicht schlecht. Wir haben 2 Wiesent erlegt. Kann nicht jeder von sich behaupten, würde ich sagen, ne? Du musstest leider dran glauben. Das tut mir leid. Aber das ist halt so. Okay. So, ihr Lieben, dann sind wir, glaube ich, jetzt für den Winter ein bisschen gut rumgelaufen. Boah, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich dachte, jetzt sind da schon wieder gesetzlos, aber ich glaube, da habe ich jetzt Glück. Warte mal, wo ist denn mein Eselchen? Da komm mal her, Schatzi. Du musst mir mal ein bisschen was abnehmen. Gott, bist du langsam. Dabei trägst du doch gar nichts, ne? Du nimmst jetzt mal bitte... Oder ich habe 2 Eisenäxte dabei. Na, herrlich. Du nimmst mal meine ganzen nicht genutzten Waffen. Und dann kannst du hier mal, warte mal, das Leder noch nehmen. Ne, das ist so viel. Die Flaschen, die Weinflaschen, die Mehlflaschen. Hilft halt nichts, ne? Schätzekin. Mach mal fast voll. Fast. So. Ja. Fast voll. Jetzt noch ein bisschen Platz. So. Okay. Hier. Muss man bloß ein bisschen gucken. Nicht, dass ich jetzt gleich dem nächsten. Entschuldigung für die Ansicht, ne? Aber ich muss echt gucken. Nicht, dass ich gleich dem nächsten Viech in die Arme laufe. Das möchte ich natürlich nicht. So, jetzt machen wir das hier noch leer, das Lager. Ah, da hinten sind die Wildschweine. Okay. Das ist natürlich schon praktisch, ne?
Hier ist noch eine Kupferaxt. Schön. Jetzt bin ich wieder überladen, ne? Aber gut. Das ist jetzt halt so. Noch eine Eisenaxt. Oh, geil. Das ist schon gerade richtig nice, muss ich sagen, ne? Lässt du mich das bitte mal noch schnell leer machen? Okay, er ist weggegangen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt mit dem Schleichen, wenn du so nah dran bist im Winter. Aber gut. Scheinbar schon. Gut. Super, mega gut. Jetzt haben wir echt richtig viel geholt und bekommen. Ganz toll. Dann würde ich sagen, laufe ich jetzt dann mal so ein bisschen nach Hause. Müsste das ja hier... Warte mal. Ah, so rum. Jetzt hat... So rum. Genau, Wiesent haben wir. Da... Gott, da sind Wölfe. Und hier sind auch noch irgendwo Wölfe. Wäre jetzt wahrscheinlich fast besser, wenn wir hier runtergehen, ne? Aber ob ich da runterkomme, weiß ich nicht. Kann ich hier lang? Ah, hier könnte ich tatsächlich runter, ne? Das finden wir jetzt noch heraus. Da, ne? Den Weg? Ja. Und dann jetzt da irgendwie lang? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, was ist denn hier? Okay, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Es war mir eine Freude. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.